Der beste, ungewöhnlichste Ort. Von mir aus auch ein Festival, von mir aus. Und das war auch schon. Tatsächlich gestern hier. Ja. Geil, Mann! Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Wir schauen beim lieben Marc Eggers vorbei. Und zwar hat der ein Video hochgeladen, wo wir kleinen Geier natürlich draufklicken, weil wir kleine Geier sind. Wir haben, glaube ich, schon mal auf so eins reagiert, und zwar die ungewöhnlichsten Orte für Sex. Er hat das Ganze jetzt an einem Festival gemacht, am Perukaville. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Leute antworten und was die offensten Antworten sind. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was bei mir der ungewöhnlichste Ort war. Oder ich bin seit 6 Jahren in einer Beziehung, seit 6,5. Da ist irgendwann mit ungewöhnlich vorbei, weißt du? Deswegen, ich muss jetzt schon viele, viele Jahre zurückdenken, wenn ich an irgendwas so Ungewöhnliches denken will, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Mal gucken. Ich bin Marc Eggers und ich liebe die Straßenumfragen. Was soll ich dazu sagen? Also, gemütlicher geht's ja nicht. Oder legen die schon los? Passend zum heutigen Thema. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Wir befinden uns hier gerade auf dem Perukaville Festival 2022. Ich habe mir gedacht, ich frage die ganzen Festival-Leute mal hier, was war denn euer ungewöhnlichster Ort, an dem ihr Sex hattet? Festival Edition, Carsten hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers, es geht los, Perukaville, auf geht's! Wahrscheinlich lustig wäre, wenn da jetzt so eine Antwort kommen würde von wegen, ja, ungewöhnlichster Ort, und dann kommt irgendwie so auf dem Festival hier gerade eben irgendwo dies, das. Also du hältst gut durch auf jeden Fall. Ja. Ja, dafür bin ich ja auch gemacht, glaube ich. Dafür bist du gemacht, dafür sind wir Männer gemacht. Du lässt es dir gut gehen, ne? Ja. Bruder, egal, ich habe viele Fragen und egal, ich mache weiter. Nochmal so, wie ihr das gerade. Ja, genau. Das ist der Viparino. Hi. Na, wer bist du? Ich bin Shani. Wir haben uns gestern schon gesehen. Ja? Ja. Haben wir gemacht? Wir haben gedacht, wir machen uns ein E hier unten hin. Und ach du, so, ihr wollt euch von mir tätowieren. Ja, Eggers wegen Eggers. Er macht ein E und er macht ein EL und ich mache ein EO. Hä, was? Wie schnell ist deine Brille? Ganz tatsächlich nicht so schnell, ne? Die ist so ja, aus dem Penny. Ja, ja. Man muss es auch tragen können. Ich mit meinem dicken Wasserkopf, ne? Du kennst aber Ramsi und Toni und so. Ja, kenn ich. Ja. Woher kennst du die denn? Oh. Dann sind wir passend beim Thema. Ungewöhnlichster Ort, an dem du es mal hattest? Kein Kommentar. Ramsi fragen, ne? Okay. Krassester Ort, an dem du Sex hattest? Tatsächlich gestern hier. Ja? Ah, Ehre, ich wusste, dass sowas kommt. Ja. Wo war's? Beim Desert Valley irgendwo. Ne. Hier auf dem. Der hat die Mainstage eröffnet. Da vorne, ne? Da ist ja der eine Container. Ja, ja, ja. Der eine Container. Den Kollegen auch 5 Stunden nicht gesehen gestern. Hast du 5 Stunden am Ballern? War schon schnell, ja. Weil er Einmacher ist. Ungewöhnlichster Ort, Shani, an dem du Sex hattest? Im Wald. Wald? Ja. Unterm Baum? Ja. Nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, geht, ne? Ja, ist auf jeden Fall nicht Standard, würde ich mal sagen, ne? Chat, wer bei euch? Habt ihr Eier? Anonym? Schreibt ihr rein, bei euch ungewöhnlichster Ort? Auto, Sauna, Umkleide, auch Wald. Ja, Klassiker, Auto, Strand, dies, das, alles schon gehabt, aber das ist ja jetzt so, sag ich mal, noch so von den, oh ja, da kann ich auch ein Lied davon singen, Clubtoilette, einmal sonst, immer Wohnung. Ja, sowas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Ich sag jetzt nicht wo, in welchem Etablissement in München, besser gesagt, es war so eigentlich eher so Bar-Restaurant-mäßig. Ich sag auch nicht wann, ich sag gar nichts dazu, aber war lustig, als wir rausgekommen sind aus dem Klo und das war auf der Männertoilette. Kleiner Tipp. Mama, wenn du das siehst, oder Geschwister, dann einfach abschalten. Tut euch den Gefallen. Tut euch den Gefallen und tut mir den Gefallen, schaltet einfach ab. Kleiner Tipp an alle Männer. Wenn ihr bei gewissen Sachen, die man im Stehen macht und wo euer Partner, ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, nicht zu euch hinguckt, sagen wir es mal so, und so gerade was vom Boden aufhebt. Wenn ihr ein T-Shirt anlasst und ihr wollt leise sein, dann lasst das T-Shirt einfach an. Weil dann, so sagen wir es mal, dann ist so ein kleiner Dämpfer, eine kleine Schutzschicht dazwischen, die nicht dafür sorgt, dass ihr applaudiert, wo ihr nicht applaudieren solltet. Ungewöhnlichere, glaube ich. Wie ist es entstanden? Bei so einem Waldspaziergang oder wie? Genau. Ja, weiß man nicht. Ist Schwanz oder Stock im Anstand, ne? Im Wald. Bitte? Oh, Junge. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest. Im Krankenhaus, in der Psychiatrie. Ich hab...
Im Krankenhaus, in der Psychiatrie. In deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Du hast eine Ausstrahlung, da werd selbst ich nervös. Ich bin offen. Für? Alles. Was sind das, also was sind das eigentlich immer für Frauen, die dir da immer erwischt, Alter? Im Krankenhaus, in der Psychiatrie, dann schaut die so aus, ich bin offen für alles. Das muss doch irgend so ein OF-Mädel sein oder so. Offen für alles bin ich auch. Das ist immer gut, also darauf kommt es an, ne? Ob man eng ist. Bist du Single? Auf Insta. Auf den Tuning-Felgen von meinem Bruder. Ja, komplett, ne? Wir legen uns die Felgen. Komplett hingelegt, komplett weggefahren. Bitte? So, gar kein Problem. Na, wer bist auf du? Auf den Tuning-Felgen von meinem Bruder, auch ehrenlos. Denn? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal zu Ende spielt, den Gedanken. Also irgendwie, was für, man kann fast kaum eine verstörendere Antwort geben als im Krankenhaus in der Psychiatrie. War sie in der Psychiatrie? War sie Ärztin? Hat sie was mit einem Patienten gehabt? Hat ein Patient vielleicht irgendwie Persönlichkeitsstörungen und sie stand auf eine Persönlichkeit von dem? Oder ist sie selber Nymphomanin und ist deswegen in die Psychiatrie gekommen und dann, ja, ist halt irgendwie der zu behandelnde Arzt oder was auch immer schwach geworden? Man munkelt, dass das von manchen Frauen auch eine Fantasie ist. Arzt und so weiter und so fort. Kann auch sein, dass auch umgekehrt Fantasie ist von manchen Männern vielleicht so Krankenschwester. I don't know. Naja. Sag über Revi sagen. Ja, sag das über Revi. Revi, mein Junge. Wo ist Clash mit Unge? Wo ist das? Wo ist das? Wir haben hier ein Bierchen mitgebracht. Nein, für mich und für meine Schwester. Für die Schwester? Immer, was macht ihr jetzt hier? Wir drehen hier für YouTube. Ach echt? Ja. YouTube. So, was wollt ihr jetzt von mir wissen? Ja, wir fragen die Leute die ungewöhnlichsten Orte, an denen sie Sex hatten. Ach. Als ob die darauf antwortet. Ja. Aber das werde ich mir hier bei Ihnen natürlich nicht rausnehmen. Ich bin ja ein Mann mit Niveau und ich habe natürlich auch Respekt und Stil und dementsprechend wollte ich Sie nur fragen, der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie Sex hatten? Das ist nämlich mein Schätzelein. Ich kenne deine Videos. In einem Park. In einem Park? Ja, war jetzt. Ist war nicht, ne? Exklusiv. Aber der Typ war einfach nicht gut. Nee, war ja nicht. Ich habe das Gefühl, der Typ war einfach ein parkiger Typ. Hat da im Park sein Ding bei dir drinnen geparkt. Ja, er wusste, wie es parken geht. Ja, er konnte gut rückwärts einparken? Vorwärts hat er es gut gemacht. Vorwärts, rückwärts ja, okay. Magst du nicht. Nee. Seitenspiegel? Jetzt wird's kompliziert auch mittlerweile, ne? Nee. Ja, mal gucken, was hier noch so geht, ne? Oh, ach, du bist auf Versuche. Nicht. Mein Kameramann, Carsten, noch Single? Ja, okay, alles klar. Ah, ein Hübscher, ne? Guck ihn dir an. Sieht gut aus. Den Hässlichen haben sie vor die Kamera gestellt und der Hübsche ist hinter der Kamera. Eigentlich müssten wir tauschen. Ja, hast recht. Nee, aber ich hoffe, du findest heute noch einen zum Einparken. Sie erinnern mich irgendwie optisch ein bisschen an meine eigene Mama. Ach, echt? Ja. Süß. Wobei, Sie sind auch erst 35. Wir sind ein Alter wahrscheinlich. Ja, klar. Charmeur. Na, naja. Beste Freundinnen. Seit 15 Jahren. 15 Jahren? Ja. Was glaubst du, ist der ungewöhnlichste Ort, wo sie mal Sex hatte? Oh. Im Feld. Feld? Maisfeld? Bei deiner Freundin? Strand. Strand? Was ein Supporter. Macher. Strand. Hashtag Sand im Getriebe. Charmeur. Wie Elevate sagt. Ja, genau. Wie Inge Elias. Hast du nicht gesehen. Blend mich ruhig ein. Ich würde mal sagen, dass Elevate verlinkt ist. Unten in der Infobox. Elevate ist verlinkt unten in der Infobox. 20% auf die Summer Collection. Love Hurts. Oh, gibt keine 20%, aber trotzdem, Digga. Aber trotzdem. Schneiden wir raus. Gut, das hier. Geiler Typ, Alter. Dankeschön. Was hast du hier verloren? Ja, das frage ich mich auch. Das ist eine berechtigte Frage. Du siehst eher seriös aus eigentlich. Da bin ich ja auch. Ja? Ich bin der ganz Liebe hier. Ich bin der eine, von dem alle reden, der so lieb ist. Ja, ach, der bist du. Ja, ja. Und der nachher ins Seniorenheim geht zum Schlafen und so. Ja, ist ja. Ja, ja. Wir haben ein bisschen was gemeinsam. Beide nichts gerissen im Leben und geiern hier den 20-Jährigen hinterher. Du ja. Auch. Ungewöhnlichste Orte, an denen ihr Sex hattet? Park. So Busch, irgendwie so Wald. Busch? So Park. Park. Ja, Therme. Therme. Was? Oh nein, bitte seid nicht solche. Oh, boah, bitte. Also wirklich, ihr könnt überall die schönste Nebensache der Welt machen. Es ist mir scheißegal. Aber nicht in der Therme, in einem Bad, wo, in dem Wasser, wo ich auch drin bin, Junge. Das ist einfach nur maximal widerlich. Und Leute, man merkt es einfach. Nein, ich weiß, ihr denkt, das merkt keiner, weil euch keiner direkt anspricht, weil es einfach nur widerlich und unangenehm ist. Aber lasst es bitte. Therme geht gar nicht, Mann. Das ist, Junge, das ist doch auch eklig für euch, Alter. Bäh. Lieber Toilette im Restaurant oder sonst wo, ist mir auch egal. Es gibt auch, also mir fallen auch noch ein, zwei Sachen ein, aber die kann ich nicht sagen. Das geht nicht, weil ansonsten sieht das noch die falsche Person und dann kriege ich einen richtigen Einlauf.
Chat, das ist doch bei euch auch bestimmt. Also ihr könnt anonym schreiben, aber ich hätte zwei Sachen, wo man noch war, aber das kann ich nicht sagen, weil am Ende, auch wenn ich die Namen nicht sage, können die Leute sich das noch aus der Gesamtsituation zusammenreimen und das geht nicht, das kann ich nicht machen. Weil das war schon, ja, nee Mann, das geht nicht, also wirklich so... Ist schon ein bisschen, auch ein bisschen ehrenlos, muss ich sagen. Aber nicht in Betten von anderen Menschen, das nicht, aber ja. Was glaubt ihr denn bei mir? Ich glaube, du hast gar nicht so viel Sex, wie du tust. Ich tue ja gar nicht so. Er hat auch so ein, manche schieben so Skandal bei ihm rum, ne? Weil er irgendwie, was war, er geht zu sexistisch mit Frauen um oder was weiß ich, oder respektlos Frauen gegenüber. Aber Junge, schon mal, er zwingt die Frauen ja nicht vor der Kamera zu sein. Und wenn Frauen Bock haben, mit ihm vor der Kamera so Witze zu machen und auf die ganze Geschichte eingehen, dann lass das doch die Frauen machen. So wie manche Leute umgekehrt auch erwarten, dass man ihnen, also vor allen Dingen sind das eher so eine Twitter-Bubble, die immer viel von Toleranz und was weiß ich brabbelt. Und dann, wenn jetzt hier Frauen sind, die machen, worauf sie Bock haben und vielleicht vor der Kamera so und so sein wollen, denen dann vorschreiben wollen, was sie eben nicht machen dürfen oder was Mark Eggers mit denen ich machen darf oder was auch immer so. Wie viel Sex habe ich? Glaube, das denkt keiner da draußen. Was denkst du? Wo hatte ich's? Auf dem Riesenrad. Auf dem Riesenrad? Auf einer Kirmes oder so. Achterbahn. Riesenrad, okay, Riesenrad ist krass. Riesenrad ist krass, wer hat es gesagt? Riesenrad? Auf einer Kirmes oder so. Achterbahn. Ich scheiß mir doch in die Hose bei der Achterbahn. Wie soll der denn oben hochgehen? Okay, Riesenrad, Achterbahn. Oder so nicht. Harte Zeiten erfordern. Ey, du bist aber ganz schön auf Krawall gebürstet heute, ne? Willst du mir unterstellen, dass ich keinen Hoch mehr bekomme, weil ich so alt bin, ne? Ja. Wenn man immer wie ich am Arsch bin, ohne Scheiße, ist richtig. Jo, das sagt er nur. Oha. Ey, guck, jetzt aber auch mal. Ich mach nix und werd hier angedeckt. Das wird dann eben, sowas muss er auch zeigen hier auf Ehre. Kann man das mal einmal mit reinschneiden? Ich will ja hier gar nicht tanzen. Nee, der ist es nicht. Doch, ich bin es. Okay. Jetzt hast du die Sekunden gehabt. Ja, endlich. Oder? Bis später. Au, das ist alle Farben. Farben hier am Start, einer der geilsten DJs. Gestern hat der so unfassbar hier abgerissen. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest. Oh Gott, Digga, das wäre mal eine Special Edition. DJs fragen, wo der ungewöhnlichste, oder DJen. Weil DJ ist doch so ein Ding, immer so der Mythos, die können jede haben, etc. Und die sind auch immer on Tour und hier und da. Das wäre auch mal interessant. Mein Lieber. Oh, wow. Auf jeden Fall auf dem Dach so. Das ist nicht auf schlecht. Auf dem Dach ist schon stabil. Aber ich glaube, ich habe nicht so viele ungewöhnliche Orte gehabt. Aber ich glaube, Dach ist immer ganz gut. Ist gefährlich, muss man aufpassen. Nee, aber dich sieht ja keiner, aber man sieht alle. Ich weiß, aber aufpassen, dass du nicht runterfällst. Oder ja, sie. Das stimmt. Du hast ja recht. Hast du irgendwas Neues am Start, was wir verlinken können? Heute sind wir in Gönnerlaune. Packen wir rein. Oh, ihr seid in Gönnerlaune. Na, auf jeden Fall. Ich habe gerade... Ihr seid zwei Vögel. Oh, komm, das ist assi. Das muss er reinbringen. Nicht? Ja, wir sind zwei Paradiesvögel. Ja. Aber ihr fliegt nicht gleich. Nein. Ja, aber ihr seht bezaubernd aus. Dankeschön. Hübsch seid ihr. Meint ihr, ihr schafft es, den Weg dahin? Ja, ich weiß nicht. Begleitest du mich? Komm, ich begleite euch. Komm, wir gehen zusammen. Was werden die gerade sagen? Gerade Remix rausgebracht. Gestern. Gestern? Den könnt ihr gerne reinnehmen. Ist unten verlinkt in der Infobox. Okay. Und ich sehe schon die Nachricht. Du hast mich nicht verlinkt, du Arsch. Nein, ich verlinke es. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Im Parkplatz. Wir sagen Parkplatz. Jo. Okay. Hallo. Ein Foto, hallo. Mark Eggers. Hallo. Ran an die Bananen, das sagst du doch immer. Nein, ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest? Mallorca. Kenntnis. Am Autoscooter, also hinterm Autoscooter. Hinterm Autoscooter? Ja. Hinterm Nein, Autoscooter. Aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja. Da ist halt eben ganz viel Kirmes. Ne? Hast du die eingeladen, sagst, Mäuschen, schön mal eine Runde Autoscooter. Du bist einer, der auch rückwärts fahren kann. Doppelt drehen, dann nach hinten gucken. Oh ja, man fühlt's. Ich kenne das. Ich bin nicht so einer wie du, so weißt du, so der Schwiegermutter-Typ, ne? Sondern ich bin so eher der... Seriös, Schwiegermutters Liebling, Mark Eggers. Keine unangenehmen Fragen. Ich bin eher so der Montana Black, weißt du. Kennst du ja. Ja, man sieht, sie sind Geschwister. Man würde denken, die Teenager sind wieder unterwegs, ne? Ja. Er hört nicht auf, der Schimmer, ne? Im ungewöhnlichsten Ort mal einen Sex gehabt. Aha, also, die Schwester sein, jetzt gerade schon berichtet. Wir sind ja keine 18, ne? Wir sind ja nicht gerade angefangen. Also von daher muss man erstmal das ganze Repertoire nochmal zurückgehen, ja? Oh, wow, Bruder, was werden die jetzt sagen? Das kann ich mir bei Ihnen gut vorstellen, ja. Ja. Und wo war's? Ja, verschieden, unterschiedlich. Also kommt immer darauf an. Bitte? Aber jetzt so auf Voll-Ehrlichkeitsbasis, die schauen so, man kann auch einfach sagen, das sollte gut ausschauen, ohne dass man direkt irgendwas mit denen haben wollen würde. Okay, Leute, das muss man auch mal dazu sagen, weil manche denken, die schauen wirklich gut aus für ihr Alter. Der beste, ungewöhnlichste Ort. Ja, von mir aus auch ein Festival, von mir aus. Ach, das war auch schon. Tatsächlich gestern hier. Ja. Okay, der Cut war sehr geil. Hat ganz kurz eine Millisekunde gedauert, aber der war sehr gut. Wo war's? Auf dem Klo, ja? Wenn man Lust hat, Dixi Klo. Beide erzählen am Ende daheim die gleiche Geschichte. Ihr habt, Digga.
so eine, ey, ein paar Tage später, ich hatte mal was mit einer, die war deutlich älter. Ich hatte mal was mit einem, der war deutlich jünger. Ja, genau. Centerparks, Duschkabine, kein Problem. Die riesengroßen kleinen Ferien, ne, Centerpark. Ja, ja, für groß und klein, der Spaß, ja, ja, sowieso. Ja, und bei dir? Bei mir, ich hab da nicht so viel. Ja, er soll das selber auch mal auspacken, Alter. Er labert immer nur so andere an. Ich wollte nicht so viele Frauen. Ich muss mal gucken. Ich mach meistens mit der Hand. Echt? Ja, ja. Ich muss immer mit der Hand. Echt? Ja. Machst du? Ja, ja. Top. Oder mit deiner. Und mit meiner. Ja. Bitte? Ich mach kurz die Abmoderation. Das war's von diesem Video. Checkt die Videobeschreibung für Dead Smee Produkte aus. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert, zu welchem Festival Marc als nächstes fahren soll. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Jetzt reicht's. Ihr habt genug gedreht. Genug gearbeitet. Jetzt wird gesoffen, Junge. Hallo? Dead Smee Haarwachs ist original das beste Produkt. Ach, kein das wolltest du jetzt nochmal sagen. Ja, ich habe einen Kollegen. Denkst du, die Werbung schneiden wir mit rein, deine Eigenwerbung? Ja, hoffentlich. Ein Kollege hat gar keine Haare auf dem Kopf, so Zentimeter, ne? Nimmt immer nur Eggers Haarwachs für den Geruch, ne? Mega geil. Geil, geil, geil. Geiles Video, geile Vibes. War doch einfach nice, Mann. Unterhaltsam, auf jeden Fall. Dankeschön für das geile, geile Produkt. Niemand mag sie, erinnert mich optisch an meine Mama. Obwohl wir sind ja selber Alter 35. Die Rettung musste kurz gerettet werden, Kappa. True. Geiles, geil. Hat mir sehr gut gefallen, das Video. Dankeschön dafür.